Herzlich willkommen zu Modellflug TV. Eine neue Folge, diesmal nicht nur mit mir, sondern auch mit Willi, dem Kojoten. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Der Willi war seinerzeit der Pilot meines ersten Wingos. Und der wartet inzwischen seit über 15 Jahren darauf, mal wieder hinter Steuer zu steigen. Und das kann er jetzt, denn jetzt haben wir den Wingo 2 von Robbe. Der Wingo war seinerzeit eines der bekanntesten Parkflyer-Modelle, die so auf dem Markt waren. Fast jeder hatte einen Wingo. Und es gab nicht nur Wingos in der Landversion, es gab Wingos mit Schwimmern, es gab Wingos mit Skiern. Man konnte eine Kamera drauf machen. Das war ein richtig populäres Modell. Und ich finde das echt toll, dass die Firma Robbe den Wingo wieder aufgelegt hat. Jetzt in der Version 2. Das heißt, es gibt einige Veränderungen zum alten Wingo und das schauen wir uns mal an. Wichtig ist zu wissen, es gibt den Wingo in zwei Versionen. In einer sogenannten Plug-and-Play-Version, das heißt im Grunde genommen Fernsteuerung einschalten, Akku laden, losfliegen, und in der Kit-Version. Wir schauen uns hier die Kit-Version an. So wird er geliefert. Da sind jede Menge Teile drin. Wir sehen, er ist wie damals auch geschäumt. Der große Unterschied zum ersten Wingo ist der, dass das Modell jetzt aus EPO ist. EPO, das ist ein flexibler Schaum, und früher war der Wingo aus einem Styropor-ähnlichen Schaum. Mit dem Unterschied, dass er relativ leicht gebrochen ist und auch nicht so ohne weiteres repariert werden konnte, weil Sekundenkleber oder normaler Kleber dieses Styropor aufgelöst hat. Jetzt aber haben wir hier EPO, das heißt, das ganze Modell kann mit Sekundenkleber geklebt werden. Schauen wir uns an, was wir hier finden. Klar, das ist die Tragfläche, die typische Wingo-Tragfläche mit den Ohren. Das ergibt dann diese typische gebogene V-Form des Wingos. Wir haben den Rumpf, alles aus EPO. Der berühmte Leitwerksträger aus eluxiertem Alu. Die ersten Wingos hatten tatsächlich einen Holzleitwerksträger, die späteren diesen Alu-Leitwerksträger. Der ist tatsächlich geblieben. Leitwerk hier fertig anscharniert, das heißt, die Ruder müssen wir nicht mehr ankleben oder mit Scharnieren sogar versehen. Auch hier das Seitenruder, auch hier fertig anscharniert. Wir haben eine aus Lexan gezogene Haube und wir haben das gesamte Zubehör in dem Kit, was zum Bau des Modells nötig ist, dabei. Ich mache das mal ganz kurz auf. Schauen wir mal rein, was hier alles so dabei ist. Richtig viel Zubehör. Und auch hier kommt eine weitere starke Änderung des Wingos zum Vorschein. Das, was früher aus Holz beim Wingo war, ist heute aus ABS-Kunststoff. Da hat die Firma Robbe für all diese Teile tatsächlich neue Werkzeuge gefertigt, um den Wingo in die aktuelle Zeit zu heben. Die berühmten Wingo-Räder sehen wir hier. Wir sehen aber auch die Luftschraube. Wir sehen einen Regler fertig verkabelt mit Steckern dran. Das heißt, hier muss ich nichts mehr machen. Auch der Motor ist fertig verdrahtet. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit einem kompletten Kit zu tun. Auch hier kann man sich nochmal angucken. Zwei Servos und auch hier alles, alle ABS-Teile zum Bau des Modells sind dabei. Was haben wir noch? Das wird hier immer mehr. Wir haben einen riesengroßen Bogen mit den Decals, mit den Aufklebern. Das schauen wir uns auch nochmal an. So, damit fällt auch das Lackieren oder Umlackieren aus. Der Ur-Wingo war ja aus farbigem Styropor. Wir erinnern uns, das waren rote oder gelbe Tragflächen. Heute ist es weiß und es gibt diesen wunderbaren Dekorbogen. Wir sind schon beim zweiten Dekorbogen. Es kommt der dritte und auch der vierte Dekorbogen dazu. Und, es darf natürlich nicht fehlen, eine ganz hervorragend gemachte Anleitung. Auch hier schauen wir mal rein. Denn, ich habe da vorher schon mal reingespingst, das ist natürlich toll. Denn es sind über 100 Baustufenfotos, die die Firma Robbe gemacht hat, nur um dir auch dem Einsteiger zu helfen, dieses Modell zu bauen. Und wo wir schon beim Bauen sind, ich baue das Modell mal zusammen. Ich beginne den Bau des Wingos mit den beiden Rumpfhalbschalen. Dort werden als erstes die beiden Robbe-Servos eingesetzt. Die
Die passen absolut saugend. Mit einem Tropfen Sekundenkleber werden sie gesichert. Damit der Sekundenkleber mir bei den weiteren Arbeiten nicht über das Modell läuft, verwende ich Aktivatorspray. Dann kommt schon der Regler ins Modell und die beiden Rumpfhalbschalen werden mit Sekundenkleber zusammengeklebt. Hier muss man relativ genau arbeiten, damit die Rumpfhalbschalen auch wirklich ganz genau übereinander passen. Wenn es klappt, fest zusammendrücken, dann hält es. Die Naht wird anschließend mit dünnflüssigem Sekundenkleber verstärkt. Auch hier zum Abschluss Aktivatorspray. Die Tragflächenhalterung aus ABS-Kunststoff wird auf den Dom geklebt. Im nächsten Schritt werden die Aufkleber für das Leitwerk aus dem Dekorbogen geschnitten. In der Anleitung steht, wie sie auf das Leitwerk draufgeklebt werden sollen. Bei den Aufklebern entferne ich zunächst die eine Hälfte des Papiers und positioniere diesen richtig. Dann reibe ich den Aufkleber ordentlich fest. Jetzt ziehe ich das Papier von der anderen Hälfte und auch hier wird der Aufkleber richtig festgerieben. So sitzt er genau an der Stelle, wie ich das gerne haben möchte. Das Ganze mache ich natürlich auch mit dem Höhenleitwerk. Damit sich die Scharniere später wieder bewegen, muss der Aufkleber an dieser Stelle eingeschnitten werden. Ich nutze dazu ein Stahllineal und eine ganz kurze Klinge, denn das Epo des Scharniers darf dabei nicht beschädigt werden. Der Aufkleber wird in die Falz gerieben. Jetzt wird das Leitwerk mit dem Leitwerksträger verklebt. Dazu wird das Höhenleitwerk mit Sekundenkleber benetzt und die Aluminiumstange mit Aktivator besprüht. Das Ganze wird zusammengedrückt und schon hält es. Danach kommt noch der Sporn. In den Schlitz für das Seitenleitwerk kommt etwas Sekundenkleber. Dann wird das Seitenleitwerk eingedrückt. Damit es noch besser hält, wird in die Kanäle rechts und links des Seitenleitwerks Sekundenkleber eingeträufelt. Und zum Abschluss kommt wieder Aktivatorspray. Der Leitwerksträger wird auf dieselbe Art und Weise mit dem Rumpfboot verbunden. Und auch hier sehen wir, sind rechts und links Kanäle, in die dünnflüssiger Sekundenkleber gehört. Das ergibt eine stabile Verbindung. Der Fahrwerksträger ist ein vorbereitetes ABS-Teil. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Der Leitwerksträger wird mittels eines Aluminiumstabes, der dem Bausatz beiliegt, bis zum Fahrwerksträger verlängert. Das bringt jede Menge Stabilität in den Rumpf. Eine Besonderheit des Vingos ist, dass die Räder mit Abstandhalter auf der Achse sitzen. Dadurch federt das Fahrwerk später. Die Kunststoffräder, die dem Bausatz beiliegen, werden mit Stellringen gesichert. Züge zur Anlenkung des Leitwerks liegen außen am Rumpf. Im Rumpfboot gibt es dafür Vertiefungen. Ich habe dieses Rohr in kleinen Abschnitten eingeklebt.
Anschließend wird der Anlenkungsdraht eingefügt und mit dem Servo verbunden. Ich achte dabei auf Freigängigkeit. Die Baudenzüge selbst werden mit Tesafilm am Aluminiumrohr festgeklebt. Das hält. Kommen wir zur Tragfläche. Das Gegenstück des Tragflächenhalters wird mit der Tragfläche verklebt. Auch hier wird die Tragfläche mit Sekundenkleber benetzt und das Kunststoffteil mit Aktivator besprüht. Die Tragfläche besteht aus drei Teilen. Die beiden Ohren werden mit Hilfe dieser Kunststoffteile festgeklebt. Diese wirken beim Zusammenfügen der Tragfläche als Schiene. Zum endgültigen Verkleben benetzt sich eine Hälfte mit Sekundenkleber und die andere wird mit Aktivator besprüht. Jetzt werden die Teile zügig zusammengefügt. Fertig. Die Naht muss natürlich wieder mit Sekundenkleber gefüllt werden. Der Motorhalter besteht aus zwei ABS-Teilen. Zunächst wird der Motor mit dem Träger verschraubt. Die Löcher passen genau für den beigelegten Motor. Der Träger wird anschließend in den Motorhalter eingeklebt. Das passt saugend, es muss nur ein wenig Sekundenkleber in die Naht geträufelt werden. Nun kann der Motorträger mit der Tragfläche verklebt werden. Kleine Nasen in der Tragfläche dienen dazu, dass dieser an genau der richtigen Position verklebt wird. Zum Schluss wird wieder die Naht mit dünnflüssigem Sekundenkleber gefüllt. Wichtig bei der Montage des Propellers: Die Vorderseite des Propellers, die mit der Beschriftung, muss in Flugrichtung auch nach vorne zeigen. Und zum Schluss wird dann das restliche Dekor aufgeklebt. Ja, das war jetzt nicht so schwer, der Zusammenbau dieses wunderbaren Modells. Am aufwendigsten war noch das Bekleben mit diesem wunderschönen Dekor. Was bleibt, sind noch zwei Fragen. Die eine Frage ist, was wiegt das Modell? Die andere Frage ist, wie viel Strom zieht er denn? Und das schauen wir uns jetzt an. Ich habe einen 1100 mAh Akku von Robbe mit 3S. Den setzen wir ein. Ich prüfe das Ganze mit einem Zangenampermeter. Dazu muss ich eine der beiden Adern, eine der beiden Zuleitungen vom Akku greifen. Stelle auf 0 und gebe kurz Gas. Ja, mit einem nicht ganz vollen Akku sind wir knapp unter 10 Ampere. Das ist nicht allzu viel, allerdings für einen solchen Parkflyer natürlich goldrichtig. Dazu kommt jetzt diese Art Sitzwanne, wo mein Coyote schon Platz genommen hat. Endlich, er freut sich total, dass er jetzt bald Wingo fliegen darf. Den Schwerpunkt kontrollieren wir ganz einfach, denn er befindet sich genau am Ende dieser Platte, die auf dem Dom liegt. Das sind 95 mm und ich gehe da kurz mit meinen Fingern mal hin und wir sehen also, er liegt einigermaßen in der Waage. Das sollte gehen. Ich habe allerdings die beigefügten 60 Gramm Blei verwenden müssen und ich habe am Leitwerk etwas weniger Aufkleber als eigentlich gedacht drauf gemacht, denn alles, was wir hinten an Gewicht draufbringen, müssen wir vorne doppelt und dreifach wieder reinbringen, um den Schwerpunkt zu halten. Jetzt geht es darum, was wiegt unser Gerät? Meine gute alte Fischwaage kommt zum Einsatz. Ich hänge sie einfach hier ein und die Waage bleibt stehen bei 640 Gramm.
Das sind fast 100 Gramm mehr, als auf der Packung steht. Da steht 550 Gramm Abfluggewicht. Aber bei der Riesenfläche werden wir die 90 Gramm ganz bestimmt nicht merken. Und deswegen würde ich sagen, raus auf den Flugplatz, wir fliegen Wingo. Ich natürlich nicht, denn das übernimmt Willi, der sich freut, dass er jetzt nach über 15 Jahren wieder im Wingo sitzt.